Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir hier im Parlament einen Gesetzentwurf einbringen, dann müssen wir zunächst sorgfältig überlegen, ob überhaupt Handlungsbedarf besteht und wie wir mit der neuen Norm Realitäten verändern. In besonderem Maße gilt das, wenn wir in das aktive und passive Wahlrecht unserer Bürgerinnen und Bürger eingreifen, denn das muss besonders transparent, besonders nachvollziehbar und vor allen Dingen auf große Akzeptanz stoßen. Wir finden uns ja gerade vor einer Kommunalwahl mit 37 Direktwahlen. Da wählen wir die Persönlichkeiten, die die Herzstücke unseres Landes steuern, die die Lebensverhältnisse unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gestalten. Und da will ich zunächst mal festhalten, es ist mir zumindest, was meine Partei anbelangt, im Zuge der Nominierungen nicht aufgefallen, dass Kandidatinnen und Kandidaten dort ins Gespräch gebracht worden wären, die nicht deutlich innerhalb der jetzigen Altersspanne der Wählbarkeit liegen. Und die ist im Saarland zwischen 25 und 65 Jahren. Und mir ist auch keine verhinderte Einzelbewerbung bekannt, wo jemand jenseits seines 65. Geburtstags gesagt hätte, ich wäre gerne angetreten, um euer Bürgermeister oder eure Landrätin zu werden. Insofern führen wir hier eine zwar wichtige, aber durchaus einigermaßen theoretische Debatte. Und ich behaupte, die Änderung des Wählbarkeitsalters, also dem ersten Punkt Ihres Antrags, mit dieser Änderung würden wir im Saarland keinerlei Realitäten verändern. Wer dagegen meint, dass nicht die saarländische Realität, sondern Vergleich reich macht, der kann in die Republik gucken und dann sehen wir dort, dass wir mit einer Altersgrenze von 65 Jahren auch durchaus noch im Bundesmittel liegen. Bei der Altersuntergrenze ist das übrigens etwas anders. Da bilden wir im Saarland mit 25 Jahren die Spitze. Und es ist interessant, Herr Dörr, dass Sie dieser Grenze in Ihrem Antrag überhaupt keine Beachtung schenken. Vielleicht ist das Sein Ihrer Partei, das Personal, das Denken, wenn ich gerade an die Idee denke, wie Sie eben die Einarbeitung eines Nachfolgers hier vorgestellt haben, das ist mehr als skurril. Also das Sein Ihrer Partei bestimmt an dieser Stelle ganz offensichtlich Ihr Bewusstsein. Aber selbstverständlich gehören Altersgrenzen immer mal wieder auf den Prüfstand. Das Alter ist ja per se keine Qualifikation und es unterliegt individuellen Schwankungen, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir werden heute älter, wir leben länger, wir sind länger fit und unsere Jugend ist auch früher am Start. Das nehmen wir sehr gerne zur Kenntnis. Und nicht zuletzt können Altersgrenzen auch diskriminierend sein. Daraufhin haben Sie ja auch völlig zu Recht hingewiesen. Deshalb mal ein Blick kurz auf die juristische Seite. Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Urteilen Höchstaltersgrenzen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit sowie zur Wahrung einer ausgewogenen Altersstruktur als gerechtfertigt angesehen. Und ich will da mal zitieren. Das Bundesverfassungsgericht sagt, diese seien im Interesse der Allgemeinheit an einer kontinuierlichen und effektiven Amtsausübung von hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Zitat Ende. Und dabei gesteht das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber ausdrücklich zu, auch pauschale Annahmen zu machen. Er darf davon ausgehen, dass eine bestimmte Altersgrenze die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit begrenzt, auch wenn im Einzelfall die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt sein muss. Und mit Blick auf die Regierungsbank, Herrn Bouillon haben Sie ja schon erwähnt, aber auch in die Reihen der Linken, dann werden Sie mir sicher beipflichten, dass die Abgeordnetenkollegen Bouillon und Lafontaine auch heute noch respektable Bürgermeisterkandidaten abgeben. Aber die beiden sind doch auch, wenn ich das so sagen darf, Ausnahmeerscheinungen und irgendwann kommt dann auch die Zeit, Platz zu machen für Jüngere. So viel zum Thema ausgewogene Altersstruktur. Ein Aspekt, der bei uns im Saarland aber sicher besonders gewürdigt werden muss, das ist die Wahlperiode und die Amtsdauer für einzelne Bürgermeisterinnen und Landräte. Die ist nämlich im Saarland spitze. Wir wählen auf 10 Jahre. Und die Parteien und Einzelbewerber machen damit bei der Direktwahl den Wählerinnen ein Personalangebot auf doch recht lange Sicht. Und für den Wahlerfolg lebensälterer Kandidaten schlägt das meines Erachtens
eher nachteilig zu Buche, zumal wenn man zur Kenntnis nimmt, dass auch in den Ländern, die einem gewissen Trend folgen, diese Altershöchstgrenze aufgelöst haben, auch keine 70-jährigen Kandidatinnen und Kandidaten nominiert wurden. Und dann kommen wir zum für mich entscheidenden Punkt, das ist das zweite Gesetz, das Sie ändern wollen, das Sagnische Beamtengesetz. Wenn wir die dort geregelte Altersgrenze für Wahlbeamtinnen mit in den Blick nehmen, und die ist ja im Saarland auf 68 festgesetzt, dann ergibt sich für mich tatsächlich ein gewisser Bruch. Denn einerseits gestehen wir einem End-64er noch zu, dass er wählbar ist. Wir würden ihn aber bereits 3 Jahre später in den Ruhestand verabschieden. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich nicht schlüssig. Und unter diesem Gesichtspunkt ist die CDU-Fraktion bekanntermaßen auch offen für eine moderate Anhebung dieser Ruhestandsregelung, 2 Jahre länger, so wie wir das 2013 für alle übrigen Beamtinnen und Beamten geregelt haben. Das wäre aus meiner Sicht konsistent. Wir fühlen aber uns nicht nur an die Koalition gebunden, sondern, das will ich auch noch mal betonen, wir tragen das geltende Wahlrecht in allen Teilen, so wie es jetzt geschrieben steht, mit. Insofern, meine Damen und Herren, kann die CDU-Fraktion dem vorliegenden Entwurf aus den genannten Gründen nicht zustimmen. Ich möchte aber hier nicht schließen, ohne ausdrücklich die Leistung hier noch mal wertzuschätzen, die unsere kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten, egal auf welcher Ebene, Gemeinde, Stadt, Kreisebene Tag für Tag erbringt. Bei den öffentlichen Ausschreibungen dieser Ämter werden ja gar keine expliziten Anforderungen an die fachliche Qualifikation dieser Personen gestellt. Aber es gilt dann, Tag für Tag ganz vieles zu leisten. Eine Verwaltung von 20 bis weit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu leiten, zusätzlich Eigenbetriebe, Beteiligungen zu führen, die Gebietskörperschaft nach außen zu vertreten, den Vorsitz von Räten und Ausschüssen zu führen, die ja rechtswirksame Entscheidungen fällen und vieles mehr. Diese umfangreichen Aufgaben verlangen hohe Fachlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Führungskraft, juristisch, betriebswirtschaftliches und auch technisches Verständnis und nicht zuletzt auch Redegewandtheit und öffentlichkeitswirksames Auftreten. All das könnten Begriffe aus einer Stellenausschreibung sein für Bürgermeisterinnen und Landräte. Und schon deshalb dürfen wir in unserem Wahlrecht nicht den Eindruck erwecken, Bürgermeister, das kann jeder. Also hohe Achtung vor allen Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern und vor all jenen, die sich am 26. Mai zur Wahl stellen, dieser Direktwahl, wo wir nur sagen können, Bonne Chance und möge die Besten gewinnen. Vielen Dank.